Leute, ich habe heute vor, Eifer zu besiegen. Und zwar werden wir gleich rübergehen und den fertig machen, weil ich habe den nämlich ausgemacht. Ich darf mir was auf dem Server wünschen, wenn ich ihn zur Strecke bringe, Leute. Und er denkt natürlich, der Server hat mir nicht, kann ihn nicht besiegen. Aber ich habe mir was Krasses ausgedacht. Nämlich, wenn ich dieses Schwert in die Hand nehme, dieses gebrauchte Dia-Schwert, dann bekomme ich extreme Stärke und so kann ich den One-Hit und so muss er mir gleich meinen Wunsch hier auf dem Minecraft-Server erfüllen. Wir gehen jetzt gleich mal rüber zu seinem GS, weil das nämlich, glaube ich, PvP an. Und da kann ich ihn einfach besiegen, selbst wenn er irgendwie Netherite-Rüstung oder so anhat. Weil er ist nämlich gerade da oben in seinem Grundstück. Und ich werde jetzt dahin gehen. So, da sind auch ganz viele andere Spieler hier in der Nähe. Und ich habe, glaube ich, die Erlaubnis, auf das Grundstück zu gehen. Let's go. Und jetzt sind auch schon PvPs an. Der weiß natürlich, dass ich ihn besiegen will. Aber ich glaube, der checkt es noch nicht so ganz. Keine Ahnung. So, warte mal, da ist der. Alpha, was geht, Bro? Hörst du mich? Wie geht's dir, Kumpel? Was hast du vor? Ja, mir geht's gut. Und dir, ich hab gar nichts vor. Ich hab nur ein Dia-Schwert. Du hast voll Netherite. Das kann ich doch eh nicht besiegen. Denk doch nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast irgendwas vor. Du glaubst, ich hab irgendwas vor, Alpha? Ja, aber guck mal, mit dem Dia-Schwert, da kann ich dich noch nicht besiegen. Warte mal, ich droppe dir sogar das Dia-Schwert, okay? Soll ich es droppen? Ja, ich will sehen. Warte, guck dir das Dia-Schwert an. Da ist gar nichts drauf. Da ist kein Enchantment, nix. Das ist absolut legend, einfach. Ja, das sieht normal aus, Enzo. Okay, du willst jetzt wirklich 1 gegen 1, oder was? Ja, ich will ein 1 gegen 1 gegen Surf und ich werde dich besiegen. Aber denk dran, ich habe einen Wunsch frei, wenn ich dich besiegen sollte, okay? Das haben wir ausgemacht. Okay, ich hätte noch meine Goldäpfel und dann können wir loskämpfen. Ich werde dich so platt machen, du wirst sehen. Oha, warum übertreibst du so? Guck mich doch an, ich habe nicht meine Rüstung. Das sind meine Pose-Effekte. Ich bin ein One-Hit einfach, okay? Ich muss mir sicher gehen, dass ich hier gewinne. Du willst sicher gehen, aber lass mir den ersten Hit, okay? Okay. Okay, bist du bereit für das Battle, Alpha? Ja, bin ich. Aber warte mal, was muss ich eigentlich machen, wenn ich verliere? Den ganzen Tag lang Ja sagen. Oha, okay, Alpha. Da werde ich dich jetzt gleich besiegen. Ich hoffe, dass ich dich fertig mache. Du wirst sowas von sehen. Boah, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Let's go. Okay, ich krieg den ersten Hit auf dich und komm. Käfer! Oha! Ich hab's geschafft. Ich hab dich besiegt mit einem Hit, Bro. Mit einem Hit hab ich dich besiegt. Hä, was hat ich? Du hast irgendeinen Effekt. Was ist das? Hä, Stärke einfach. Das ist doch erlaubt, oder? Moment! Hä, ja, was willst du machen, Alpha? Willst du echt Stress anfangen mit mir wieder? Ich hab noch Teleportschutz, Ente. Noch 5 Sekunden, dann besiege ich dich gleich. 5 Sekunden hast du noch Zeit und dann wirst du gleich wieder besiegt. So, warte, und? Ich frag mal, das war's mit dir. Ich mach dich einfach wieder platt. Denk nicht, dass du eine Chance hast. Mit deinem Feuerschwert gebe ich einfach. Dafür bin ich viel zu stark. Wie machst du das? Du hast ein normales Tierschwert in der Hand. Das kann ich sogar mit MC sehen. Ja, das siehst du auch, aber ist doch egal, Alpha. Ich hab, Ich hab's weggenommen, das Vorschwert, das gehört jetzt mir. Was? Hey, das bringt dir gar nichts, Alpha, obwohl, das bringt dir doch vielleicht was. Oh, warte mal, ich hab die Challenge jetzt verloren, was muss ich jetzt machen? Was hast du gesagt? Du musst mir einen Wunsch erfüllen, Alpha, den ich mir wünsche. Oh nein. Okay, und das heißt, ich darf jetzt was wünschen. Und zwar, Alpha, weißt du, was ich mir von dir heute wünsche? Was wir heute machen, was krass wird? Was willst du dir wünschen? Was willst du von mir? Wir werden heute zu Engeln auf deinem Server und helfen anderen Spielern, weil es war ja Weihnachten und wir müssen ihnen was zurückgeben. Okay, klingt ganz gut. Ich hätte noch was Schlimmeres gedacht, aber okay. Mach du hast noch was Schlimmeres gedacht? Soll ich mir was Schlimmeres für dich ausdenken, oder was? Nein, es ist zu spät. Du hast deinen Wunsch schon ausgesprochen. Okay, dann ab geht's. Dann suchen wir andere Grundstücke und werden Zwängeln auf und helfen anderen Spielern. Let's go! Let's go! Ja, komm mit, das wird krass, Mann! Hörte, guck mal, wir sind jetzt bei meinem ersten Spiel und der hat schon voll Netherite-Rüstung! Oha, das ist Ami, das heißt, wir müssen mal überlegen, was können wir dem schenken, aber wir müssen da gut. Und der schenkt uns was, aber wir wollen dem doch was Gutes tun, oder? Ich unterschreibe ihm irgendwelche Items, würde ich sagen. Ja, stimmt, das wird nice, weil wir müssen ja was für ihn tun, Leute. Wir sind heute die Engel in Minecraft, dann fürs Hops gegangen und jetzt zum Engel. Okay, warte, ich gucke auf sein Grundstück. Der hat voll Netherite, aber sein Haus ist doch voll klein. Siehst du, das ist aus Holz einfach. Ja, hier geht doch gar nichts, Sam. Ja, lass mal hier noch ein bisschen sein Haus aufpimpen, oder? Ja, wir machen das viel schöner. Aber mit was? Aus welchen Blöcken? Aus was könnte man das machen, was ihm safe gefällt? Lapislazuli, blau, ich weiß nicht. Will er es überhaupt? Oder so will ich lieber ein zweites Haus daneben bauen? Ja, lass einfach ein zweites Haus daneben bauen. Das wäre schlau, einfach. Okay. Nice, dann bauen wir jetzt einfach dann das zweite Haus daneben. Ich hoffe, der wird happy sein, Leute. Ich habe einfach, der ärgert mich normalerweise immer heute einfach zum Engel gemacht. Wie krass ist das? Hey, Mann, was soll ich? Oha, das sind die Umrisse von dem neuen Haus, Alpha. Oh Mann, warte, ich muss noch ein bisschen tiefer. So, zack. Nice, und so können wir einfach schnell ein Haus hier reinbauen. Wie krass, auf sein Grundstück einfach. Genau.
Auf das Grundstück von Armin. So, warte mal, hier ist dann der Eingang. Und da brauchen wir jetzt erstmal eine Tür für sein Haus. Lass schnell ins Haus hier reinbauen, damit der dann happy ist. Oh. Hier ist die Eingangstür. Oh, genau mit dem Block kann man hier so ein schönes Dach draus bauen. Wir machen hier so eine kleine Villa hin. Der wird übrigens glücklich sein. Ist so. Aber dem muss es natürlich auch gefallen. Der steht immer vor, das gefällt dem einfach gar nicht. Den gibt dir Mühe, wir dürfen nicht enttäuschen. Ja, mach ich. Ich gebe mir Mühe hier beim Bauen einfach. Dass es hier im Endeffekt nice aussieht. So, das Dach hier muss man eigentlich noch fertig bauen. Ich weiß nicht, aber wir können auch cooles Glas nehmen gleich. So lila, ne? Das sieht, glaube ich, richtig cool aus, oder? Ja, stimmt. Das wäre echt nice. Es muss ein bisschen rich von außen aussehen, auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Oha, das ist fresh einfach. Oh mein. So, dann baue ich hier oben noch das Dach fertig für den. Und dann haben wir schon den ersten Spieler gleich hoffentlich glücklich gemacht, weil wir sind die Engel auf dem Server. Ich hoffe, er wird nicht enttäuscht sein. Ja, ich hoffe auch nicht, dass er enttäuscht wird. So, let's go. Ich denke nicht. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Also für meine Baukünste ist das echt okay. Und ich habe hier noch unterschrieben, der Ente süß sauer. Vom letzten Video. So, warte mal, ich gebe mal ein unterschriebenes Anti-Süß-Sauer. Hoffentlich ist er nicht, weil es so knusprig ist. Aber der sammelt das gar nicht auf. Was soll das? Was soll das? Hey, warte, ich gebe ihm das. Gib du ihm mal das. Vielleicht nimmt der es dann auch von mir. Will das nicht? Ich glaube, der vertraut mir nicht so. Hallo? Und er hat's genommen. Nice. Nice, dann lass uns zum nächsten Spieler gehen, Alpha. Ja, let's go. Let's go. Wir suchen den nächsten, Leute, den wir happy machen können hier auf dem Server. Und da ist ja der nächste Spieler. Das ist Taube. Oha. Hallo Taube, gurr, gurr. Ich glaube, das ist ein neuer Spieler auf dem Server. Siehst du, dass der ist Level 1 und der hat hier erst ein Dirt House Alpha und der hat hier ein Jump'n'Run gebaut oder was hat der hier gemacht? Siehst du das? Was geht hier ab, Mann? Ich will ja so Geld verdienen. Ich glaube auch, aber ich glaube, der ist schlau. Obwohl das Jump'n'Run ist, ergibt gar keinen Sinn. Oder gibt es doch Sinn? Ich check's nicht so wirklich. So, warte, ich mach das mal. Ist auch nicht. Aber trotzdem sehr cool gemacht. Aber jetzt überlegen wir, wie können wir den Spieler auf jeden Fall glücklich machen? Ich schau mal in seine Kisten rein, ob der Kisten hier auf seinem GS hat. Komm mal nach. Ich glaube, der hat noch nicht mal was hier auf seinem Grundstück, Alfred. Der ist doch komplett ab. Der baut hier gerade unten irgendwie Dirt aus und so, aber sonst ist hier gar nichts. Kann nicht sein, ich helfe ihm. Wie sollen wir dir am besten helfen? Wer ist mit Diamanten, oder? Ich hab erstmal die ganzen Erdblöcke zu Eisenblöcke ersetzt. Oha, hast du das echt gemacht? Die ganzen Erdblöcke zu Eisenblöcken, was? Ja, beim Jump'n'Run hier. Oha, wie krass. Der ist jetzt einfach viel richer geworden. Der kann sich jetzt einfach daraus komplette Eisensachen craften. Das ist ja übel fresh. Gebt dir das mal. Der ist doch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Oha, Diamanten. Stimmt, warte mal, ich hole auch mal Diamantblöcke raus, so. Aber nicht zu viele natürlich. Aber das gibt mir einen guten Start hier auf dem Minecraft-Server. So, wo platziere ich die am besten? Aber der kann die Safe nicht mal abbauen, wenn ich die irgendwo hinmache, oder? Lass ihn einen Diamantenbaum bauen. Ja, oha, der wird übel happy sein. Aber dann nehmen wir Diamanterz für oben, glaube ich. So. Das ist okay. Das ist krass. Genau hier Diamanterz. Und ich replace es dann einfach. Let's go, das ist übel nice. Moment. Oh, er hat's bemerkt, aber ich glaube, er hat noch keine Eisenspitzhacke. Ich bin gespannt, ob er schon anfängt, die Diamanten abzubauen. Langsam checkt er, was hier passiert. Oder vielleicht hat er auch Angst, dass der getrollt wird von uns. Das kann natürlich auch sein. Aber der Baum nimmt langsam hier Gestalt und es sind so viele Diamanten, wenn er eine Glücksspitzhacke hat. Dann wäre der auf jeden Fall richtig rich. Oh mein, guck mal, ich baue hier nebenan noch einen Diamantbaum. Oha, dann ist noch krasser, weil der Stamm schon aus Diamanten ist. Nice, Mann. Ich denke, der freut sich safe darüber. Bestimmt. Und für den haben wir eigentlich schon genug gezahlt. Der hat hier Diamantbäume und sein Eisenjump'n'Run. Und falls er keine Eisenspitzhacke hat, kann er sich einfach aus den hier eigentlich eine Craft, oder? Was wird er hinkriegen? Dann ab zum nächsten Spieler, Alpha. Let's go. Let's go. Oha, Alpha, gib dir mal, der Spieler hier ist erst in der Farmwelt. Wir müssen ihn auch wieder richtig aushelfen. Ja, der ist auf Level 1. Warte mal, hat er eine Eisenspitzhacke zum Abbauen? Eigentlich schon, der hat einen Eisenhelm. Mal gucken, ob er die Diamanten abbauen kann. Ich hoffe für ihn. Ja, der baut die ab. Gib dir das mal. Nice. Warte mal, da baue ich hier mal so eine Linie aus Diamanten. Mal sehen, ob der Linie folgen kann. So, und am Ende bekommt er dann einen richtigen Schatz. Das wäre doch lustig, oder? Ja, das ist richtig lustig. So, komm mit, warte mal. Dann geht's hier hoch auf den Berg. Und die muss er mal abbauen. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Okay, er checkt es, er hat die Fährte aufgenommen. Dann geht's hier lang, so. Hier. Ich glaube, er versteht es echt, wo der lang muss. Okay, sehr gut. Oh, es sind sogar Emeralds so. Warte mal, die vermehren wir jetzt einfach mal. Und mach mal hier ein paar mehr Emeralds draus. Also, und hier oben kommt noch die Kiste drauf mit seiner Belohnung. Ja, was packen wir in die Kiste rein? Hast du da eine gute Idee? Goldäpfel, bisschen Rüstung. Ja, stimmt. So, warte mal, ich hole mal eine Chestplate raus. Hier, Diamant-Chestplate packe ich da rein. Nice.
Boah, das ist eine krasse Belohnung. Safe freut er sich gleich. Aber mal gucken, ob der hier überhaupt ankommt, ob der die Fährte komplett bis zum Ende findet. Oh, ich hoffe es auch. Ja, ich hoffe das auch. Weil hier sind auch Zombies gespawnt und so. Oh, er kommt. Siehst du den da oben einfach? Ja, er findet den Weg. Er findet den Weg tatsächlich. Komm schon, findest du den Schatz? 100% findet er den Schatz. Ich lebe noch etwas sauer in die Kiste rein. Hoffentlich ist er das auch nicht auf und sieht, dass das signiert ist, weil ich denke, das ist ein bisschen was wert. Und er macht die Kiste auf. Let's go. Der gönnt sich seine Belohnung. Sehr gut einfach. Oha, und baut er noch die... Oh, da kommt ein Zombie hinter ihm. Pass auf. Oh, wir sind die Engel. Wir müssen auf den aufpassen. Ich habe nur noch ein Holzschwert. Komm, dir ein Schwert. Ich mach den Platz. Ja, mach den Platz schnell. Wir müssen den beschützen. Und da hinten kommt noch ein Zombie. So, dann hol ich mein Netherite-Schwert raus. Und mach den Zombie ja platt, dass der nicht an den rankommt. Verschwindet, so. Wir müssen ja auch Schutzengel für die sein. Können noch ein paar Eisengolems von ihnen beschützen. Boah, das war auch eine fette Idee einfach. Oh, jetzt wird er nicht mehr angegriffen. Ja, die passen gut auf den Lauf. Wir können zum nächsten Spieler reisen, um den glücklich zu machen. Let's go! Let's go, Alpha! Oha, wie krass! Gebt ihr mal den Spieler, der ist full Netherite und farmt hier weiter Nether, Alpha! Boah, der will, glaube ich, noch mal Netherite farmen! Der will Netherite erst! Warte mal, da können wir dir doch auch ein bisschen dabei helfen, oder? Ja, yeah, wir können ganz viele Betten platzieren, weil die springen dann, glaube ich, alles auf! Stimmt, aber wir müssen aufpassen, dass wir den nicht dabei treffen, ja? Warte mal, Game of Null! Wie das? Jetzt auf dem Server aus! Dann halt TNT! Ja, TNT müsste auch helfen, ne? Ich gebe jetzt auch kurz TNT, dass wir weitermachen können und dem Spieler hier behilflich sein können! Was geht? Oh, das ist Lava, da muss aufpassen. So, wir springen ihm jetzt hier alles auf. Ja, was so, TNT platziert. So, hier. Und ich hoffe, dass der dabei nicht hops geht gleich. Weil lieber Lava ist. Der berührt uns irgendwie. Oder? Ja, ich weiß gar nicht, sieht der uns? Der ist schon Level 53, der hat auch einen Rang. Ich glaube, der spielt schon lange hier. Merkt ihr uns? Ja, doch, der dürfte uns sehen, oder? Hallo, siehst du uns? Oder sind wir unsichtbar oder so? Doch, der sieht mich, glaube ich. Guck mal, der geht vor mir weg, der hat Angst. Vielleicht denkt er, dass wir so Hacker sind oder so. Der checkt es nicht. Nein. Oh je, der Arme, das will ich aber nicht. Boah, aber wie viel da freigesprengt wird? Irgendwo hier muss doch Netherite Erz sein. Und, oh, ich habe gerade das mit dem Game Mode abgebaut. Das war das, der sucht. Das war schlecht. Nein, was soll ich? Oh, das tut mir gerade voll leid. Weil das ist genau das, was er gesucht hat. Weißt du was, wir geben ihm einfach jetzt Netherite Blöcke. Ja, das wäre zu krass. Das macht ihn bestimmt nicht happy. Das wäre voll. Oha, das sind zwei Stück. Gönnt er sich die, der steht da. Und er guckt ja einfach nur an. Aber ich weiß nicht, ob der sich die tatsächlich holt. Ja, aber wir bauen jetzt einfach einen Weg dahin. Komm schon. Gönnt ihr die drei Stück. Oh, das ist übelst das Geschenk für den. Richtig wertvoll. Ja, ganze drei Stück. Oh, ey. Warum gönnst du mir nicht sowas? Dann wäre ich reich einfach. Du kriegst gar nichts. Die wird richtig gegönnt gerade. Der ist so rich jetzt. Nice, man. Nice, dann zum nächsten. Oha. Und jetzt sind wir bei dem Grundstück von Jumbo Voice, okay? Der hat hier auch, glaube ich, noch ein richtiges Anfangsgrundstück. Oh, guck mal, er hat sogar einen eigenen Shop. Oha, der ist Level 1, aber hat hier einen eigenen Shop. Wie krass ist das? Sollen wir einfach mal dem seine Kiste für seinen Shop ein bisschen auffüllen? Das wäre doch eine lustige Idee, oder? Um dir was Gutes zu tun. Mit welchem Marin? So, warte mal, was verkauft er hier? Und zwar 15 Smaragde für 2300. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Ja, machen wir einfach mal doppelt so viele Smaragde draus. Und zwar, jetzt hat er hier 30 Smaragde in der Kiste. Er hat hier Beeren drin. Da mache ich einfach mal einen Stack aus den Beeren draus. Und hier sind Äpfel drin. Da mache ich auch mal einen Stack Äpfel draus. Und hier Cobblestone kann man da kaufen. Ich weiß nicht, wer das kauft, aber ich mache ihm einfach mal die ganze Kiste. Voll mit Cobblestone. Let's go. Nice. Und hier hat er sich auch schon runtergegraben an seinem Grundstück. Aber... Hier ist so nichts Besonderes, glaube ich. Oha, du gönnst mir richtig. Komplett voll gemacht. Ja, ich sehe sogar, der Cobblestone backt hier sogar raus. Wie krass ist das denn, bitteschön? Ich packe hier noch Goldäpfel sogar rein. Nice, aber stell dir vor, man kauft die, kriegt dann das alles kostenlos. So für den Anfangspreis, das wäre schon lustig. Aber ich glaube, der checkt das auch gar nicht, dass wir da sind, kann das sein? Weiß nicht, doch, der freut sich die ganze Zeit. Doch, der freut sich. Jetzt ist er da, glaube ich. Jetzt ist er auf jeden Fall online und sieht uns gerade. Jetzt gebe ich noch etwas wie sauer. Ich hoffe, der nimmt es wenigstens an oder nimmt das auf. Nice, und der hat es echt aufgenommen. Der muss in seine Kiste reinschauen. Unbedingt und sehen, was wir ihm geschenkt haben hier. Nice. Aber Leute, ich würde mal sagen, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao.